Hallo, Desorimier. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden uns gemeinsam im Kollektiven uns die nächste Woche anschauen, und zwar vom 5. bis zum 11. Juni 2023. Das ist ja auch so, dass wir am Sonntag Vollmond haben werden in Schütze. Ich habe ja aber schon mal erwähnt, wenn ich die Sternzeichen lege, dass dieser Vollmond, ja, also quasi Vollmond, Neumond, Dreiviertelmond, diese Wirkung vom Mond gar nicht wahrhaftig ist auf uns. Also das ist eher ein Aberglaube. Das Mond an sich, das ist ein abgestorbenes Planet, ja. Aber es gibt bestimmte Planeten, die das dann verursachen, ja. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns das anschauen, ja. Nicht tatsächlich das Mond an sich selbst, sondern wirklich nur die Planeten, die das beeinflussen. Also wenn du Interesse hast, kannst du gerne Elise Bailey lesen. Sie redet darüber. Sie hat ganz viele Bücher. Ich bin gerade an einem bestimmten Buch, Initiation, Einweihung, genau. Und ich habe aber auch bei Esoterica Cavour heißt es, das ist ein italienisches, wie sagt man das, da macht man Seminare, da kann man wirklich tatsächlich auch teilnehmen an diese Seminare online, natürlicherweise. Ich kann nicht einfach so nach Italien fahren, sondern du kannst auch online teilnehmen. Wer Interesse hat, kann ich das auch gerne verlinken. Es geht dazu einfach um die Planeten besser kennenzulernen, wie das Ganze strukturiert ist und natürlicherweise auch die Innenarbeit. Ich mache auch ganz viel in mir drin, ja? Das ist ja klar. Okay, gut. Tesoro mio, alles das, was ich jetzt hier sage, ja, das kann nicht hundertprozentig mit dir resonieren, weil es kollektiv ist, ja, und nicht natürlicherweise alles, was ich jetzt hier erkläre oder sage, ist deins, sondern auch wenn es nur ein Wort ist, bitte versuche es einfach umzusetzen, ja. Das sollte einem bewusst sein. Du bist nicht hier umsonst gelandet, sondern dich hat etwas angezogen, ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns starten. Für dich. Was lässt du hinter dir? Was schließt sich und was öffnet sich dank diesem Vollmond? Ja, das ist klar, dass wir hier etwas bearbeiten. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wir werden das uns quasi anschauen im Kollektiven für dich. Mal schauen, was uns hier preisgegeben wird mit den Energiekarten. Wow! Du blühst hier auf. Also das öffnet sich ein riesiges Tor. Für dich, natürlicherweise für die nächste Woche. Ich sage jetzt nicht, dass Romeo, du wirst ein blendendes Leben haben, du wirst null Probleme haben. Nein, aber hier öffnet sich die Fülle. Das ist wie wenn du aufblühst, weißt du, wie wenn du einen Winterschlaf gemacht hast und plötzlich wachst du auf. Guck mal, was du hier hast. The Garden and the Gate. Also du kommst hier an diesen wunderschönen Garten, öffnest diese Türe. Guck mal, wie fantastisch die Numerologie hier zusammen harmonisiert. 3 und 3. Du hast hier eine neue Sichtweise. Du bist hier verbunden. Du hast diesen magischen Dreieck. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Der magische Dreieck ist Verstand, Seele und Körper. Alles ist hier integriert. Ja, und das gibt dir hier die Möglichkeit. Neue Türen öffnen sich. Das kann hier in der Liebe sein, das kann beruflich sein, das kann finanziell sein. Das kommt immer drauf an, Desoromio, was du gerade erlebst, ja, was du gerade mitmachst in deiner Situation. Wow, sehr, sehr schön. Wie gesagt, das öffnet sich hier ein Tor und schließt sich natürlicherweise eine Vergangenheit oder irgendetwas, was dich blockiert hat. Und hier öffnen sich verschiedene Türen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was es genau ist bei dir. Das kannst du aber selber umsetzen. Ja? Wir schauen uns das Ganze mit dem Wochenblick an. Was wird auf dich zutreffen nächste Woche? Wow, hier sind Karten gefallen. Sehr viele sogar. Stressige Woche. Die war ein bisschen stressig oder sie wird ein bisschen stressig sein, jobmäßig, wie ich ja gesagt habe. Das könnte gut sein. Vermehrte Stressphasen, Überforderung. Ja, ich sag ja, hier sind Dinge, die du überwinden solltest und die wirst du auch überwinden. Schlafmangel,
Jetzt hat das auch mit der Gesundheit zu tun. Du könntest schlecht schlafen, das ist aber vom Vollmond. Ich weiß, das ist ein Aberglaube, das wir alle haben, aber das ist leider so, dass wir jetzt das eingebaut haben und das ist nicht leicht. Aber ich bin dabei, das irgendwie auch zu bearbeiten, ja, weil ich weiß, dass es halt nicht immer diese Lösung ist, ja, weil wie gesagt, das vom Mond abhängig, das ist nicht tatsächlich das, was uns gesagt wird, ja. Entspannung. Du brauchst Entspannung, okay? Entspanne dich und Gemütlichkeit. Du sollst es dir gemütlich machen, du sollst dir den Schlaf haben, ja? Du solltest vielleicht auch früher ins Bett gehen, schauen, dass du dich mal vielleicht mittags hinlegst, weil du hast hier lauter Karten, die zeigen, dass du einfach dich entspannen solltest, dass du einfach ruhiger werden sollst nach dieser ganzen Situation, okay? Für die nächste Woche. Aber wie gesagt, das öffnet sich hier eine to tolle Türe. Und diese Türe bedeutet Abundanz, Fülle, okay? Eine füllige Situation kommt hier, würde ich sagen. Auszeit nehmen, schon wieder. Du hast hier die ganze Zeit diese Bestätigung. Nimm dir eine Auszeit, mach eine Pause. Ich weiß nicht, vielleicht könnte es auch gut sein, dass du jetzt hier eine Pause nehmen sollst von diesen Menschen oder tatsächlich hier diese Hilfe annehmen, die hier dir geboten wird, ja? Tesoro mio, du valutierst die Situation, du setzt das bitte um in deine eigene Situation. Aber hier kommt eine Hilfe. Hier kommt das gerade richtig, ja, wenn du das brauchst. Okay, wir werden hier jetzt schauen, in welchen Sternzeichen du hier sein könntest oder dein Aszendent, Mond oder Venus, ja? Mal schauen. Das könnte hier aber auch gut sein, es handelt hier um eine Kontrapart. Ja, das ist jetzt hier gar nicht dein Sternzeichen, sondern es geht hier um deinen Gegenüberliegenden. Löwe, Erdelemente, Stier, Jungfrau, Steinbock, Venus, schon wieder haben wir hier auch Stier und Waage. Hier geht es auch um Herzensangelegenheit. Pluto, Skorpione, Skorpion. Wenn du jetzt damit etwas anfangen kannst, Soromio, setze es um. Wenn du nichts damit anfangen kannst, dann lässt du es auch sein, bitte. Bitte erzwingt euch nicht. Das ist im Kollektiven, ja. Auch wenn es nur ein Wort ist, versuche es einfach umzusetzen, ja. Okay, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und erhole dich. Schlaf, das brauchst du wirklich, ja. Soromio, pass auf dich auf. Wir sehen uns bald. Mach's gut. Ciao. Okay, so, wir schauen uns das Ganze jetzt mit diesen wunderbaren Orakelkarten der Liebe. Die können wir aber umsetzen, ja? Wir wollen hier sehen, um was es hier geht. Die nächste Woche, um welches Thema handelt es sich? Ich finde diese Karte fantastisch. Also, ich bin verliebt in diese Karten, weil tatsächlich ist es auch so, dass diese Karten nicht nur für die Liebe dargestellt werden. Also, ich finde, die können überall passen, ja? Also, die passen überall hin. Für dich im Kollektiven, ja? Gossip, Klatsch und Tratsch. Also, ja, könnte das gut sein, dass du jetzt hier einen Kaffee trinken gehst mit einer Freundin, ja, und du brauchst hier diesen Gossip. Hier wird geredet, hier wird getratscht, einen Kaffee getrunken mit einer guten Freundin oder einem guten Kumpel und hier wird geredet, ja, das könnte aber auch gut sein. Es geht hier um ein Thema, das dich beschäftigt und zwar, dass man über dich redet. Ja, dass man hier über dich Dinge sagen kann, ja, die nicht wahrhaftig sind. Oder das ist so, du bist bei der Arbeit, ja, und man lästert über dich. Das kann ja auch gut sein, dass es hier um diesen Thema gehen wird. Also entweder du tust hier mit einer Freundin einen Kaffee trinken, die du schon lange nicht mehr gesehen hast. Du sagst, hey, komm, lass uns mal ein bisschen tratschen. Das gefällt mir, Klatsch und Tratsch, ja. Und du wirst einfach mit dieser Freundin, mit diesem Kumpel über Dinge reden, ja, die du sonst nicht redest. Das tun wir auch, um uns abzulenken. Ja, das gehört auch zum Leben dazu. Oder das geht tatsächlich hier um jemanden, der hier ein Wörtchen sagt oder etwas gegen dich, ja, und das gar nicht stimmt. Also hier könnte sich jemand äußern, etwas gegen dich sagen, was gar nicht wahrhaftig ist, ja. Guck mal, was du hier hast drunter. Ich habe mir gedacht, ich schaue noch mal drunter. Hier hast du ein dunklen Typ, also quasi ein Südländer könnte hier sein. Also ich könnte mir hier auch vorstellen, Tesoromio, dass man hier über ihn redet oder dass du mit deiner Freundin quasi über ihn reden wirst, dass du einfach sagst, erzählst dir über ihn, dass du ihr sagst, wie das gerade läuft zwischen euch oder du sagst dir einfach, dass du einen Kerl hast, den du toll findest, ja? Das könnte ja auch gut sein. Weißt du was? Ich lasse sie da. Wir haben hier Platz. Okay, guck. So machen wir das.
Also es ist ein heißer Typ da und man redet über ihn. Wie sagt man das? Man äußert sich hier. Man hat hier ein schönes Gerede. Ja? Man kann hier vieles über diesen Typen sagen. Okay? Gut. Wir machen weiter mit den Keeperskarten. Wow, hier ist eine Blockade. Und hier ist eine Hilfe. Also, das könnte gut sein. Eine Situation für dich in der nächsten Woche. Hier löst sich etwas, wie ich ja gesagt habe, Abundanza, Fülle. Hier kommt etwas auf dich zu. Du bist gerade in einer Blockade. Du fühlst dich hier blockiert oder jemand befindet sich hier in dieser Blockade. Kann ja auch gut sein, du könntest jemandem helfen, der gerade in diese Klemme steckt, ja? Oder dir wird geholfen. Nicht immer mit Geld. Bitte, diese Karte ist nicht immer Geld, sondern das ist hier diese Karte, die einem hier auch eine Hilfe geboten wird. Jemand braucht hier eine Unterstützung. Vielleicht brauchst du hier auch diese Unterstützung von einer guten Freundin, ja? Um dir einfach über diese Situation klarer zu werden. Einfach mal einen Kaffee zu trinken und über diesen Typen, weil es geht hier um ihn, ja, um diesen dunklen Typ, der gerade hier irgendwie eine große Rolle spielt. Das könnte hier aber auch deine Energie sein. Du könntest hier ein Mann sein, du könntest hier ein Südländer sein und sagen, ja, das stimmt, über mich wird nicht gut geredet. Ja, über mich wird immer schlecht geredet oder nicht positiv. Ich habe keine gute Wirkung auf andere. Manchmal ist es so, dass man vom Aussehen keine gute Wirkung den anderen gibt. Aber das ist nicht alles so. Nicht alles, wie zum Beispiel, wie wir das sehen, quasi von Äußerlichkeit, ist wirklich so. Ja, das könnte gut sein, dass dahinter etwas anderes steckt. Ja, das soll mir eine ganz andere Situation. Diese Person könnte vielleicht so auftreten, aber ist im Endeffekt gar nicht so, okay? Aber diese Blockade könnte ja auch gut sein, dass sie von hier von dem anderen kommt. Dass ja diese Blockade von Arbeitskollegen kommt oder von Freunden, ja, die sich hier eingemischt haben. Könnte auch gut sein. Wow, du hast hier wieder eine positive Karte. Es geht ja darum, dass hier irgendwie eine Blockade sein könnte auch finanziell sein und hier kommt die Lösung. Wie gesagt, es kommt hier eine Hand. Du bist hier auf dem richtigen Weg. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob du tatsächlich hier Geld bekommen könntest. Ja, auch geliehen. Oder du könntest hier jemand Geld leihen. Oder du sagst, ich habe mal Geld geliehen jemand und diese Person hat es mir nie wieder zurückgegeben. Ja. Oder wer weiß, vielleicht könntest du eine Kleinigkeit gewinnen. Diese Karte sagt nicht immer, dass man hier wirklich Geld gewinnen kann, sondern es kommt hier drauf an, in welcher Situation du steckst. Und hier ist ja in der Mitte diese unerhofftes Geld, eine unerhoffte Hand, die kommt und die gegeben wird. Etwas, was du vielleicht schon längst aufgegeben hast, wird sich in etwas Gutes verwandeln. In etwas Positives, würde ich ja sagen, ja. Also hier kommt eine unerhoffte Hand auf dich zu, in der Weise, in der du etwas hier schaffen könntest, ja. Zum Beispiel könntest du hier eine Hand jemandem geben. Du könntest hier eine gute Freundin, ein guter Freund helfen, Schwester, Bruder, was es auch immer ist. Eine Angelegenheit, ja, indem du sagst, ich kann dir helfen. Ich kann dir materiell etwas geben oder ich helfe dir tatsächlich etwas zu machen oder aus dieser Blockade rauszukommen. Du hast zweimal die Meisterzahl. Ja, das sind Hindernisse da, aber diese Hindernisse wirst du überqueren. Du wirst diese Hindernisse sehr gut schaffen, okay? Natürlicherweise können sie auch durch Klatsch und Tratsch kommen, durch schlechtes Gerede. Ja, hier wird schlecht geredet über dieser Typ. Es geht hier um diesen Mann. Aber nicht alles, bitte glaubt nicht alles, was die Menschen sagen. Non credete all'apparenza, das, was man sieht mit den Augen, sondern hört das auch, seht das auch selber. Ja, forscht dahinter, was dahinter stecken könnte. Okay? Gut, machen wir weiter. Wir schauen uns das Ganze mit dem Wochenblick an. Was wird auf dich zutreffen nächste Woche? Wow, hier sind Karten gefallen, sehr viele sogar. Stressige Woche, die war ein bisschen stressig oder sie wird ein bisschen stressig sein, jobmäßig, wie ich ja gesagt habe, das könnte gut sein. Vermehrte Stressphasen, Überforderung. Ja, ich sag ja, hier sind Dinge, die du überwinden solltest und die wirst du auch überwinden. Schlafmangel,
Jetzt hat das auch mit der Gesundheit zu tun. Du könntest schlecht schlafen, das ist aber vom Vollmond. Ich weiß, das ist ein Aberglaube, das wir alle haben, aber das ist leider so, dass wir jetzt das eingebaut haben und das ist nicht leicht. Aber ich bin dabei, das irgendwie auch zu bearbeiten, ja, weil ich weiß, dass es halt nicht immer diese Lösung ist, ja, weil wie gesagt, das vom Mond abhängig, das ist nicht tatsächlich das, was uns gesagt wird, ja. Entspannung. Du brauchst Entspannung, okay? Entspanne dich und Gemütlichkeit. Du sollst es dir gemütlich machen. Du sollst dir den Schlaf haben. Ja, du solltest vielleicht auch früher ins Bett gehen. Schauen, dass du dich mal vielleicht mittags hinlegst, weil du hast hier lauter Karten, die zeigen, dass du einfach dich entspannen solltest, dass du einfach ruhiger werden sollst nach dieser ganzen Situation, okay? Für die nächste Woche. Aber wie gesagt, es öffnet sich hier eine to tolle Türe. Und diese Türe bedeutet Abundanz, Fülle, okay? Eine füllige Situation kommt hier, würde ich sagen. Auszeit nehmen, schon wieder. Du hast hier die ganze Zeit diese Bestätigung. Nimm dir eine Auszeit, mach eine Pause. Ich weiß nicht, vielleicht könnte es auch gut sein, dass du jetzt hier eine Pause nehmen sollst von diesen Menschen oder tatsächlich hier diese Hilfe annehmen, die hier dir geboten wird, ja? Tesoro mio, du valutierst die Situation, du setzt das bitte um in deine eigene Situation. Aber hier kommt eine Hilfe. Hier kommt das gerade richtig, ja, wenn du das brauchst. Okay, wir werden hier jetzt schauen, in welchen Sternzeichen du hier sein könntest oder dein Aszendent, Mond oder Venus, ja? Mal schauen. Das könnte hier aber auch gut sein, es handelt hier um eine Kontrapart. Ja, das ist jetzt hier gar nicht dein Sternzeichen, sondern es geht hier um deinen Gegenüberliegenden. Löwe, Erdelemente, Stier, Jungfrau, Steinbock, Venus, schon wieder haben wir hier auch Stier und Waage. Hier geht es auch um Herzensangelegenheit. Pluto, Skorpione, Skorpion. Wenn du jetzt damit etwas anfangen kannst, Soromio, setze es um. Wenn du nichts damit anfangen kannst, dann lässt du es auch sein, bitte. Bitte erzwingt euch nicht. Das ist im Kollektiven, ja. Auch wenn es nur ein Wort ist, versuche es einfach umzusetzen, ja. Okay, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und erhole dich. Schlaf, das brauchst du wirklich, ja. Soromio, pass auf dich auf. Wir sehen uns bald. Mach's gut. Ciao.